Herzlich willkommen bei Xil investiert online. Heute gibt es mal wieder eine komplette Neuvorstellung. Und zwar möchte ich euch jetzt zeigen, in welches neue Unternehmen ich Geld investieren werde. Es geht hierbei um das Unternehmen eSeiko aus Japan. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So Leute, willkommen zurück bei Xil investiert online. Bevor ich euch jetzt eSeiko vorstelle und genau erkläre, um was es hier geht, möchte ich vorab aber noch zwei wichtige Fragen beantworten. Und zwar zunächst einmal würde ich gerne die Frage beantworten, warum ich jetzt wieder in ein neues Projekt investiere. Und als zweite Frage will ich dann auch gleich beantworten, wie ich momentan eSeiko einstufe. Zunächst einmal die Frage, warum ich jetzt wieder ein neues Programm investiere. Die Antwort darauf ist eigentlich ganz klar und leicht, denn 6 meiner aktuellen 8 Investitionen sind jetzt schon im Gewinnbereich. Also 6 der 8 habe ich jetzt schon im Break-Even-Bereich. Das bedeutet, diese 6 machen jetzt nur noch Gewinn und das bleibt jetzt auch erstmal so. 2 davon müssen halt noch nachziehen und die werden sicher auch noch nachziehen. Ich habe jetzt natürlich jetzt schon so viele in der Gewinnzone drin, dass ich jetzt natürlich 2 Möglichkeiten hatte, um eben mein Ziel zu erreichen, auf $500 in der Woche zu kommen. Muss ich jetzt entweder in den aktuellen Programmen nachinvestieren oder eben in ein komplett neues investieren. Ich habe jetzt schon in einige nachinvestiert, wie zum Beispiel in Biznet habe ich einiges nachinvestiert, weshalb jetzt der BEP nur noch bei 50% liegt. Und auch bei Advanced und bei Crypto Capital habe ich auch reinvestiert. Und das bleibt jetzt auch erst einmal so, also ich werde in diese Programme jetzt nicht mehr nachinvestieren. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt ein komplett neues Unternehmen wieder investiere. So, und die Frage jetzt direkt auch mal, wie ich momentan eSeiko sehe. Ich habe jetzt hier mal so eine kleine Liste gemacht mit den ganzen Programmen, die ich jetzt aktiv vertrete und auch promote. Ich bin natürlich in mehr als nur in diesen 6 Programmen drin, aber diese 6 tue ich nur promoten. Die anderen 2, da bin ich schon länger dabei und lasse es auch nur noch laufen. Auf jeden Fall High Risk ist für mich auf jeden Fall SB Invest. Middle Risk ist für mich HT Allianz. Wobei HT bin ich jetzt ja schon auch im Break-Even. Daher, also jedes Investment von mir getätigte, das schon im Break-Even-Bereich ist, ist für mich natürlich automatisch schon nur noch Low Risk. Das ist klar, weil ich bin schon in der Gewinnzone, daher ist es für mich automatisch nur noch Low Risk. Weil ich ja eigentlich nicht mehr verlieren kann, sondern nur noch gewinnen kann. Aber auf jeden Fall für euch nochmal kurz so die Übersicht hier, wo ich eSeiko sehe. eSeiko ist komplett neu, das kann ich euch sagen, also wirklich erst ganz neu auf dem Markt, sehr interessant mit großem Potenzial. Es ist vor allem bei den Franzosen sehr beliebt, also momentan die meisten Investoren in eSeiko kommen aus Frankreich. Und danach aus Russland, wenn ich mich nicht täusche, wobei die Russen sind ja sowieso überall dabei bei den ganzen Investments. Aber wie gesagt, sehr, sehr beliebt bei den Franzosen ist eSeiko. Und ich habe jetzt eSeiko zwischen High und Middle Risk eingestuft, einfach aus dem Grund, weil es komplett neu ist, weil es noch nicht so viel Info gibt, weil man halt noch nicht das Team dahinter kennt. Die Geschäftsführung und so weiter. Man kennt zwar die ganzen Ideen, die man hat für die Zukunft, wie das Ganze aufgebaut ist und so weiter. Da gibt es jetzt schon einige News dazu, aber dazu kommen wir auch noch gleich. Ich wollte euch jetzt vorab nur mal zeigen, wo ich jetzt aktuell eSeiko eingestuft habe. Also wenn jetzt hier wirklich auch noch viele Sachen so geändert werden, wie von eSeiko vorgegeben, dann wird eSeiko auch von mir aus zwischen ja, Low und Middle irgendwo landen, so jetzt. Nur jetzt momentan, da es komplett neu ist, ist es für mich auf jeden Fall irgendwo zwischen High und Middle Risk, da einfach noch zu viele Info und Erfahrungen fehlen. Es ist einfach komplett neu, daher kann man auch nicht sagen, es wäre komplett Low Risk, also das wäre Schwachsinn.
da ist wirklich einfach komplett Neues und man einfach die Entwicklung abwarten muss. So viel jetzt mal dazu. Die Frage warum hat sich natürlich auch hier direkt erklärt. Wenn 6 der 8 getätigten Investitionen schon in der Gewinnzone sind, dann kann man auf jeden Fall sich noch ein neues interessantes Projekt wieder suchen und einfach nur noch Gewinne mitnehmen. Dann machen wir das Ganze hier auch schon mal zu. So, kommen wir nochmal zu Iseiko. Iseiko kommt aus Japan oder ist aus Japan, zumindest wird es so vorgegeben. Interessant ist, dass Iseiko sogar eine japanische Domain hat, was mich sehr verwundert, da wenn man nämlich eine japanische Domain hat, ist man an die japanischen Gesetze gebunden. Ich kenne mich jetzt leider nicht aus mit den japanischen Gesetzen, daher kann ich euch jetzt auch nicht viel dazu sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass Iseiko, das Unternehmen, also die Limited, ist nicht in Japan registriert, sondern in Hongkong. Und es macht aus unternehmerischer Sicht auch Sinn, in Hongkong ein Unternehmen zu gründen, da es nämlich in Hongkong so ist, wenn du in Hongkong eine registrierte Limited oder Holding hast, dann bist du nur steuerpflichtig für Tätigkeiten und Geschäfte innerhalb Hongkongs. Das bedeutet, alle Tätigkeiten, die du außerhalb Hongkongs machst, bist du nicht steuerpflichtig. Daher macht es natürlich Sinn, ein Unternehmen in Hongkong zu registrieren und nicht irgendwo anders. Es ist auch zum Beispiel der Grund, warum es keine oder niemals solche Investments geben wird in Deutschland oder Österreich, da man nämlich einfach so extrem viele Auflagen hat, so extrem viel Steuern zahlen muss, so hohe, was sich dann auf den Gewinn auswirkt und auch auf die Rendite. Also zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, bei Iseiko könnte sich zum Beispiel es niemals leisten, jetzt sagen wir mal 5% Rendite in der Woche zu zahlen, wenn sie in Deutschland registriert wären. Da nämlich einfach die Auflagen so hoch wären, was natürlich zusätzliche Kosten verursachen würde, plus noch die ganzen Steuern, wenn man die auch noch dazu zählt und so weiter. Also das wäre halt eben der Grund, warum es einfach nicht möglich wäre, in Deutschland so viel Provision in der Woche zu zahlen, allein schon wegen den Steuern nicht. Da aber Iseiko in Hongkong registriert ist und seine Geschäfte eben außerhalb Hongkongs macht, wie zum Beispiel jetzt wir Investoren aus Europa, die in dieses Unternehmen investieren, das bedeutet, die Tätigkeiten werden außerhalb Hongkongs gemacht, also ist man auch nicht steuerpflichtig in Hongkong. Macht aus unternehmerischer Sicht natürlich Sinn. Ich selbst bin schon seit des Längeren am Überlegen, ob ich nicht eine Limited in Hongkong gründen sollte, da es nämlich nicht so teuer ist, wie manch einer glauben mag. Und auch recht unkompliziert ist von der gesamten Gesetzeslage her. So, kommen wir jetzt nochmal zurück zu Iseiko. Auf jeden Fall, wie gesagt, in Hongkong registriert. Die Gründe dazu habe ich euch gerade genannt. Wieso, weshalb, warum. Iseiko schreibt auch direkt schon einmal auf deren Webseite, dass Profite nur von Montag bis Freitag gezahlt werden. Am Freitag gibt es dann immer die Gutschrift auf unser Konto. Und es steht auch schon direkt drin, dass man Urlaub hat, nämlich von 12. Dezember bis 15.01. Also das ist jetzt wirklich schon seit dem ersten Tag bekannt, dass es zu diesem Zeitpunkt Urlaub gibt und dass in diesem Zeitpunkt auch keine Renditen ausgezahlt werden. Somit ist jeder schon monatelang im Voraus damit konfrontiert worden. Also damit ihr es auch wisst, wenn ihr hier einsteigen wollt, von 15.12. bis 15.01. ist Urlaub und dort wird auch keine Rendite ausgezahlt. So, Iseiko bietet uns die Möglichkeit, momentan in 9 verschiedene Investmentpläne zu investieren. Ich selbst bin jetzt momentan im Medium-Plan drin, aber ich werde euch auch gleich in diesem Video zeigen, wie ich vom Medium auf den Large-Plan upgraden werde. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, könnt ihr, abgesehen vom Starter-Plan, bekommt ihr immer wöchentlich die Rendite. Im Starter-Plan, der geht ab 10 Euro los, bekommt man 0,5% täglich. Also das wird auch täglich aufs Konto gebucht, aber auch nur Montag bis Freitag. Alle anderen Pläne werden einmal in der Woche gebucht und zwar am Freitag. Und ich könnte ja auch dann direkt sehen, wie viel Profit ihr im Jahr macht. Also im Starterplan wären das mit 0,5% täglich, wären das rund 190% Rendite im Jahr. Dann im Classic-Plan seht ihr hier auch, dass so 3,8% geht es dann los.
ab 45 Euro, ab 90 Euro gibt es dann schon 4% die Woche. Und ja, wie bereits erwähnt, ich bin momentan im Medium-Plan drin. Der geht ab 200, also dieses Paket kostet 270 Euro und bringt 4,42% Rendite in der Woche. Diesen Plan werde ich jetzt aber direkt upgraden auf den Large, denn der Large bringt dann ungefähr 5% in der Woche. Und 5% in der Woche, das ist genau dieses Ziel, was ich immer verfolge bei meinen ganzen Investments, nämlich dass ich rund 1% am Tag bekomme und das 5 Tage die Woche. Daher entspricht es natürlich genau meinem Portfolio, dieser Plan, und ich werde auch hier jetzt direkt auch rein investieren. Ich muss euch auch noch dazu sagen, iSeiko befindet sich laut eigener Aussage momentan immer noch in der Beta-Phase. Es wird momentan noch sehr viel an der Homepage herumgeschraubt und geändert und abgedatet, und laut deren offiziellen Aussage geht iSeiko so Mitte August richtig los. Also es wird nochmal ein großes Update geben auf der Homepage, auf der Plattform, da man ja noch hier alles am Testen ist, ob alles auch genauso funktioniert, wie man es haben will, ob alles korrekt gebucht wird und so weiter. Also es wird hier auf jeden Fall noch ein größeres Update geben. Wir gehen jetzt direkt mal auch rein in den Backoffice-Bereich. Hier könnt ihr dann sehr viele interessante Statistiken dann noch sehen. Hier zum Beispiel die Entwicklung der Company. Hier kann man zum Beispiel Nachrichten schreiben, also an seine Downline und Uplines kann man die Nachrichten schreiben. Hier sieht man dann zum Beispiel, wie viele Leute man selbst in der Downline hat, wie viele schon auf den Link draufgeklickt haben von einem. Man sieht hier auch zum Beispiel seine eigene Struktur und der Strukturbonus. Also hier bei iSeiko, was den Struktur angeht, hier sind auch wieder solche Strukturbäume. Ich persönlich kenne mich jetzt nicht unbedingt aus mit diesen Strukturbäumen. Ich beschäftige mich aber auch nicht mit dem Thema Downline aufbauen und so weiter. Ja. Also ich beschäftige mich einfach mit dem Thema, wie man als Investor Geld verdient. Daher kann ich euch jetzt auch zu der ganzen Struktur hier nichts sagen. Und ja, hier gibt es auch noch andere interessante Statistiken, die man im Laufe der Zeit sehen wird, also die erhaltenen Renditen zum Beispiel, die Entwicklungen und so weiter. Das Ganze wird sich hier noch mit der Zeit natürlich füllen, wenn man einige Pakete gekauft hat. So, hier gibt es noch etwas Interessantes, und zwar gibt es einen Webinar-Room. Und zwar wird dann iSeiko hier in diesem Webinar-Room dann auch offizielle Webinare abhalten für alle Investoren von iSeiko. Was auch noch recht positiv ist, und zwar bietet iSeiko die Möglichkeit an, dass Top-Leader auch eben Webinare für ihre gesamte Downline abhalten können hier. Das ist auch wirklich ein sehr interessanter Faktor. Das heißt, dass eben eure Upline dann höchstwahrscheinlich auch da hier ein Webinar abhalten kann. Und ja, also ich bin noch sehr gespannt, wie das Ganze hier aussieht. Momentan ist es halt nur ein Platzhalter, aber es wird gerade daran gearbeitet. Auf jeden Fall, hier werden offizielle Webinare von iSeiko kommen, und später wird es auch möglich sein, dass eben auch die Top-Leader ebenfalls Webinare abhalten können. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, untereinander zu schreiben, also mit eurer Upline und Downline. Hier ist auch noch eWallet, hier seht ihr dann auch dann die Struktur. Die ist auch etwas, also hier sieht man sich selbst, und dann hier drunter würde man dann die ganzen Fäden sehen der anderen Leute, die in der Struktur sind. Kommen wir mal zu den Investmentplänen, und hier könnt ihr dann sehen, ich habe ja schon den Medium-Plan mit 270 Euro. Und ich möchte jetzt zum Beispiel diesen Plan upgraden auf den Large-Plan, und das Ganze machen wir jetzt auch mal live. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf Upgrade, und ich hätte jetzt gern den Large Plan, und ich will mit ADV Cash zahlen. Ich muss auch ganz kurz dazu sagen, hier wird alles in Euro gerechnet. Also hier wird immer alles in Euro gerechnet. Ich bin selbst drauf gekommen. Ich muss mal jetzt ganz kurz Pause machen. So, jetzt bin ich auch direkt wieder zurück. Also ich habe jetzt eingezahlt über mein ADV-Konto, und jetzt schauen wir mal nach. Und jetzt könnt ihr sehen, ich habe das Large-Paket und könnte jetzt eigentlich auch direkt upgraden zum Trader-Paket. Was ich jetzt noch sagen wollte, bei iSeiko ist alles in Euro. Mir persönlich ist eh aufgefallen, dass besonders viele Hongkong-Companies
sehr viel mit Euro arbeiten und nicht mit US-Dollar. Jetzt nicht nur Companies in diesem Trading-Bereich hier, sondern auch im Investment-Bereich und Entwicklungsbereich. Also gerade in Hongkong wird sehr viel mit Euro gearbeitet, nicht mit US-Dollar. Entweder mit dem Hongkong-Dollar werden viele Transaktionen gemacht oder allgemein mit Euro eben. Also auf den US-Dollar sind die Banker in Hongkong nicht unbedingt gut zu sprechen. Aber egal, auf jeden Fall bei iSeiko läuft alles über Euro, nicht über Dollar. Es gibt noch eine wichtige Sache zu sagen. Bei iSeiko gibt es auch noch eine andere Währung, und zwar ist das, wie ihr hier sehen könnt, dieses Zeichen, das hier ist der Yoshi. Und zu dem Thema Yoshi werde ich auch noch ein eigenes Video machen, was der Yoshi genau ist. Ich kann euch zumindest sagen, der Yoshi wird in Zukunft noch eine zusätzliche Einnahmequelle für alle Investoren sein, die von Anfang an dabei sind. Denn iSeiko will eben auch eine eigene Kryptowährung in Hongkong auf den Markt bringen. Und das wird eben dieser iSeiko sein. Und mit den gesamten Einnahmen, die man halt mit iSeiko einnimmt, will man eben diese Kryptowährung, diese neue, den Yoshi, finanzieren. Und ja, alle iSeiko-Investoren sollen daran auch profitieren. Also es soll auch eine japanische Kryptowährung geben und die soll dann Yoshi heißen. Man hat sich, glaube ich, den Namen auch schon registriert. Und 2018 soll er eben auf den Markt kommen. Aber dazu mache ich auch noch ein genaues Video, was der hier ist. Im Moment hat er eigentlich überhaupt keine Bedeutung für uns. Allwichtig ist einfach nur die Euro-Anzeige. Also ich habe ja hier seht ihr, ich habe 1 Euro drauf, da ich nämlich jetzt einfach 1 Euro mehr eingezahlt habe, nur um zu sehen, ob es auf der Wallet auch passt. Und ja, ich warte jetzt nur noch auf meine erste Rendite am Freitag, und hier könnt ihr auch schon sehen, dass ich ja schon 810 Euro drin habe. Es wird mir aber auf dem Yoshi angezeigt. Aber wie gesagt, hieran wird noch viel gearbeitet. Und in Zukunft wird sich bestimmt ja auch noch vieles verändern. Ja, auf jeden Fall, Leute, es gibt zum Thema iSeiko zu sagen, es ist ein komplett neues Projekt. Es ist sehr ein interessantes Projekt. Es ist ein starkes Team, was dahinter steckt. Ich freue mich auch in Zukunft, wenn wir das Team dann auch sehen dürfen, wenn es auch dann die ersten Webinare und Offline-Events gibt. Darauf freue ich mich dann sehr. Hier wird momentan extrem viel daran gearbeitet. Die Pläne hier erinnern natürlich sehr an Questra. Was ja auch nichts Schlechtes bedeutet, denn dass man Investmentpläne mit der Zeit upgraden kann, ohne dass man jetzt direkt die gesamte Summe wieder einzahlen muss, ist natürlich sehr positiv. So wie ich es ja gerade gemacht habe, von 270 auf 810 abgegradet. Das heißt, ich musste jetzt nicht wieder 810 Dollar für dieses Paket zahlen, sondern ich musste nur noch 540 Dollar einzahlen, also die Differenz von 270 auf 810. Und ja, Leute, das war's jetzt einfach mal mit iSeiko, mit meiner Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch mal das Unternehmen an. Es ist, wie gesagt, komplett jetzt neu auf dem Markt. Es ist sehr interessant, mit viel Potenzial auf jeden Fall auch. Hier wird auch viel momentan im Hintergrund gearbeitet daran. Es gibt auch schon einige Promo-Videos. Es ist im deutschsprachigen Raum noch sehr unbekannt, eigentlich komplett unbekannt. Bei den Franzosen, wie gesagt, sehr beliebt, auch bei den Russen momentan sehr im Kommen. Und ja, bei uns in Deutschland fängt es eigentlich erst jetzt so langsam an. Also erst wirklich diese Woche und letzte Woche war jetzt iSeiko in mehreren, sagen wir mal, Mündern vertreten. Ich kenne auch viele Top-Leader, die sich momentan iSeiko anschauen. Und ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Und ja, wird von mir momentan als Mittel bis High eingestuft, da einfach halt noch die Erfahrung damit fehlt und die Zukunftsperspektive. Und ich lasse mich jetzt überraschen, wie gesagt. Ich habe jetzt das zu meinem Portfolio hinzugefügt und bin gespannt, was jetzt die Zukunft noch hier bringt. Wenn es sich weiterhin positiv entwickelt, werde ich bestimmt auch hier wieder mehr investieren. So, Leute, das war's von mir jetzt auch mit iSeiko. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Xil.